Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Makedoniern. Wir haben ein bisschen Probleme jetzt oben hat jemand einfach so zwei, ja okay. In der Türkei, in Kleinasien. Und zwar werden wir von den Lichtbringern angegriffen. Na gut. Und zwar von da, von geradeaus. Hui! Wo begrüßen wir die denn? Ich würde sagen, wir begrüßen sie hier. Das klingt wie Feuerwehr. Ist jetzt nee, das will er nicht. Ich muss halt versuchen, den in die Falle zu locken. Der Mob wird versuchen, das ganze Feuer auf sich zu lenken. Ja, der teilt sich leider auf. Scheiße, er geht natürlich auf den. Das wollte ich nicht. Aber dann schießt er hier schon rein. Oh Mann, verdammt. Jetzt habe ich mehr oder weniger meinen zweiten Speerkämpfer weggeworfen. Ach, das ist doof. Das ist schlecht. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, der hat es richtig, richtig gut gemacht. Muss ich lassen. Der hat es richtig gut gemacht. Hat es richtig gut gemacht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Jetzt könnte ich ja noch versuchen, nach hier zurückzuweichen. Aber ja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, das ist halt, ja, er hat quasi die Zange gegen mich verwendet. Aber es ist voll.
In Ordnung. Die machen wir dann danach. Wir müssen halt, wir müssen versuchen, viele Fernkämpfer zu machen. Und vor allen Dingen, Peltassen wären halt perfekt, weil die, ja, oder, also eine Mischung aus Steinschleuderer und Peltassen, weil Peltassen, wenn die Kavallerie von denen zu nahe kommt, dann, ist es uns egal, weil Peltassen haben Durchschlag, der ist vom anderen Stern so ungefähr. Wie jetzt, so geht's weiter? Was bist denn du für ein... Boah. Alter. Okay, dann behalt das halt. So blöd, Mann. Haushalt erweitert sich. Siedlungen verloren, Verschleiß. Okay. Dann... Gut, dann werde ich mal mit den Verteidigern Pallas weiter marschieren. Ja. Gut, dann brauche ich hier auf jeden Fall Verstärkung. Was baue ich da eigentlich? Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch Kavallerie. Okay. So, dann kämpfen wir mal hier. Ja, komm. Das kämpfen wir trotzdem, damit wir dessen Fähigkeiten nochmal sehen. Also er sagt, dass wir eigentlich niemanden verlieren. Mal schauen, ob wir das wirklich so schaffen. Wir dürfen halt hier keine einzige Einheit verlieren. Weil jede Einheit, die wir verlieren, tut sehr, sehr weh. Gut, also er hat einen inneren Verteidigungsring und äußeren. Ich glaube, hier greifen wir an. Oder da, warte mal. Also hier sind zwei Türme, da sind vier Türme. Wir haben zwei. Ne, dann greifen wir hier an. Weil... Genau. Weil wir mit den beiden Türmen... Nee, das macht gerade keinen Sinn. Also, die beiden Türme werden in die Mitte vorpreschen, weil da die meisten Pfeile sind. Dann werde ich mit den beiden versuchen, die... Ups. Die Türme einzunehmen und dann eben, ja. Sind die Piken, so, gut. Ich warte mal ein bisschen. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Die Türme sind immer ein bisschen langsamer, deswegen versuche ich... So riecht es ein bisschen so zu lenken, damit die Pfeile möglichst gegen die Türme gehen.
Also gegen die, ihr wisst schon. Das ist halt richtig heftig. Und das da. Das ist halt richtig krass. Also, genau, Moral für längere Zeit unzerstörbar zu machen, kann nur einmal pro Gefecht gemacht werden, ist ja klar. Und das da ist halt dann Angriff stark zu verbessern, kann nur einmal pro Gefecht gemacht werden. Ich werde das mal jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, mein General überlebt das. Sammeln, Banner heben, motivieren, Gruppe motivieren. Also in der Schlacht mit so einem General, mit dem, ja. Kann man, also mit dem fliehen die Einheiten einfach nicht. Unser General wird angegriffen. Ja. Der Angriff von denen ist halt jetzt extrem hoch. Das sollte auf jeden Fall so sein. Und die, deren Moral kann nicht brechen. Passt. Die da werden jetzt runtergehen, die da werden jetzt hier angreifen. Komm on. Ist halt auch geil, irgendwie die Speere dann eben runter plumpsen. Gefällt mir. Drauf. Letzter Schub. Bam. Und jetzt geht ihr bitte hier runter. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Geht auch mal hier runter. Hier. Geht mal auch hier hin. Die bleiben dann noch ein bisschen drauf, bis. Genau, bis die beiden hier unten sind. Naja, der kann jetzt eigentlich schon runtergehen, ja. Na, jetzt greifen die an. Geht jetzt auch mal hier hoch. Ist jetzt auch den Turm erobert.
Ja? Wir haben einen Turm eingenommen. So. Ach, ist das schön. So, warte, der General kommt jetzt auch nochmal vor. Weil, ja. Die Türme sind ja jetzt außer Gefecht. Der kann jetzt hier pushen, so viel er will. So viel er kann. So. Ah. Die werden ein bisschen abgeholt jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Also auf Banner heben, wie ich kann. Wieso sind eigentlich die da? Hm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. Der andere General. Hier, der süße kleine. Dinger sind sehr krass gegen weiche Ziele. Alter. Das Gefährliche bei denen ist aber, sie durch die eigenen Reihen fahren zu lassen. Wie man gerade sehr schön gesehen hat. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die hat eigentlich jetzt alles selbst gekillt. So, hier bekommst du Hilfe. Auch hier drauf. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Da werde ich jetzt nicht durchgehen.
nicht so gut ist. Mit dem Öl, bla. Hier geht trotzdem weiter. Boah, das ist echt mies. Das ist sowas von gemein. Boah. Der hat halt jetzt alle nochmal, also der ist geflohen, meine konnten den nicht angreifen. Noch ganz viele tolle Sachen eingenommen. So. Ich schick mal die mal jetzt durch. Und schaue, ob jetzt. Also eigentlich sollte das nicht mehr funktionieren. Also beziehungsweise nicht gegen mich, weil ich habe das ja eingenommen. Jetzt muss ich halt schauen, wo seine restlichen Typen sind. Okay, jetzt funktioniert es zwar. Da mache ich das halt auf die Oldschool-Version, dass ich alle Dinge einnehme. Hatte General nochmal einen Push. Genau. Dann können wir auch vorspulen. Wo ist der? Ach, der ist da. Du gehst mal ganz weg. Wir haben einen Turm eingenommen. Bam. Jetzt habe ich eigentlich gewonnen. Ah, okay. Also eigentlich so, sobald man den fetten Point einnimmt, hat man normalerweise gewonnen. Aber okay. Ja, 4000 aufgestellt gegen 1500. Verluste 411. Das ist es halt. Schau, ich habe 1350 getötet und der hat 1430 Verluste. Das heißt, er hat mit seinem General sehr, sehr schlecht hantiert. Also wirklich schlecht. Das ist halt, ja. Haha. Hi. So, das kann ich eigentlich jetzt automatisch machen. So, super. Das mache ich so.
der wird nicht befördert, aber der bekommt ein Update. Hier auch. Moral ist immer gut. Drillmeister mache ich nicht. Der hat nichts bekommen. Oh, schade. Ja, aber der. Der wird sowieso bald sterben. Der ist 63. Ah, der ist richtig cool. Der ist richtig cool. So, gut. Jetzt haben wir Ägypten eingenommen. Jetzt als nächstes. Eigentlich müsste ich hier runter und dann hier. Aber ja, die lasse ich in Ruhe. Ich mache nur hier eine Biegung. Dann muss ich halt auch Nabatea den Krieg erklären. Ach, die verstreuen sich halt immer so. Gut, was sie, wie sieht es, drei Runden brauchen die noch. Der wird ja wahrscheinlich eher nach Sinope wollen. Der braucht noch genau eine Runde, wahrscheinlich zwei Runden. Drei Runden dann. Minus 3 Nahrung. Minus 1. Wieso? Kulturelle Unterschiede. Immer noch. Ereignisse steuern. Ja, okay. Gut. Was ist mit dir? Zuerst nachdenken und dann machen. Das ist bei Strategiespielen immer so. Du scoutest mal ganz nach oben. Und dann schauen wir mal, was da so abgeht. Was mache ich mit dir? Oh, Hallöchen. Ich könnte das hier jetzt auch ausbauen. Stadt erweitern. Öffentliche Ordnung ist da ganz, ganz passabel. Wie sieht's denn eigentlich mit der... Wachstum ist gut, Wohlstand ist so meh. Dann würde ich Wohlstand nochmal hier machen und Forschungsrate. So, super. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Und nächstes Mal werden wir den Nil befreien. Bis dann, ciao.